Sie sollen eine Art Gegenentwurf zur Erde sein, die geheimnisvollen Städte. Strich für Strich haben die Comiczeichner François Goethen und Benoît Peters Welten geschaffen, in der die Architektur mehr als nur die Nebenrolle spielt. In ihrem neuesten Werk zeigt das Autorenpaar ihre futuristisch-historische Architekturvision der sogenannten Stadt der Liebe. Revoir Paris heißt auch die Ausstellung in der Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Frédéric Cantu hat sich das Paris von morgen angesehen. Revoir Paris, Paris wiedersehen, das ist ein Comic und gleichzeitig eine Ausstellung. François Goethen und Benoît Peters stellen die futuristischen Visionen von Paris aus dem 19. und 20. Jahrhundert ihren eigenen Vorstellungen gegenüber. François und ich lieben die vollendete Zukunft. Aber wir lieben auch die Möglichkeitsform und die richtige Zukunft. Unsere Geschichte und die Ausstellung bestehen aus all dem, was hätte sein können, was sein könnte und was vielleicht sein wird. Die Handlung des Comics Revoir Paris spielt im Jahr 2156. Die in einer Raumkolonie geborene Karin wünscht sich nur eines, auf die Erde zu fliegen und Paris, die Stadt ihrer Träume, zu sehen. Weil sämtliche Internetverbindungen seit langem unterbrochen sind, bleibt nur das, was auf dem Papier steht. Alte Zeitungen, ein paar Bücher. Mit Hilfe weniger Bilder einer fernen Vergangenheit malt sich unsere Heldin ihr Paris aus. Viele dieser Bilder stammen von Albert Robida, eine Hommage des Duos an den renommierten Zeichner des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Im Zeitalter des technischen Fortschritts waren die Utopien grenzenlos. Die Art und Weise, wie sie sich die Zukunft vorstellten, war völlig unkompliziert und fröhlich. Mit einer gehörigen Prise Humor oder Ironie. Und sie wollten diese Zukunft auch erleben. Es waren sehr fröhliche Utopien. Nach der Jahrtausendwende gibt es merkwürdigerweise kaum noch Zukunftsträume. Wir wollten alte Vorstellungen zu neuem Leben erwecken und damit das Tor des Möglichen wieder weit öffnen. Allerdings setzt die Polemik, die jedes kühne Architekturprojekt in Paris auslöst, der Freiheit Grenzen. Wenn sie der Kirche Notre-Dame eine Glocke überstülpen, dann wollen Goethen und Peters auf die Gefahr hinweisen, dass die Stadt zum Museum wird. Und wenn sie Flammen auf den Türmen des Défense-Viertels lodern lassen, dann feiern sie deren innovatives Potenzial. Das Schöne an einer Zeichnung ist, dass man sich Gedanken macht, ob man tatsächlich das erleben kann, was man zeichnet. Ich glaube wirklich, dass man eines Tages Systeme erfinden könnte, die den Wind, das Licht und die Feuchtigkeit speichern und damit eine Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellen könnten. Die Idee ist gar nicht so verrückt. Und es wäre doch schade, wenn unsere Vorstellungskraft da hinterherhinken würde.